Chavez war seit 1999 der Präsident von Venezuela. Chavez war dafür bekannt, dass er kein Blatt vor den Mund nahm. Den früheren US-Präsidenten George W. Bush beschimpfte er sogar einmal vor vielen Leuten als Teufel. Ganz schön mutig fanden das viele seiner Landsleute. Außerdem fanden sie gut, dass er in den vergangenen Jahren viel für ihr Land getan hat. So hat er mit dem Geld, das Venezuela durch den Verkauf von Öl verdient hat, viele Gesundheitsprogramme für Menschen in den Elendsvierteln bezahlt. Außerdem startete Chavez ein Programm, um neue Wohnungen für ärmere Leute zu bauen. Einen Großteil von Venezuelas Geld gab Chavez auch an andere befreundete Länder weiter, wie zum Beispiel Kuba oder Nicaragua. Dort wurden Schulen gebaut oder andere Projekte verwirklicht. Das fanden nicht alle gut. Mit unserem Geld werden in anderen Ländern Elektrizitätsanlagen gebaut. Aber bei uns gibt es dauernd Stromausfälle. Das ist Geldverschwendung. Außerdem sagen seine Gegner, seit Chavez Präsident war, gibt es in Venezuela immer mehr Kriminalität. In manchen Gegenden trauen sich die Menschen nicht mehr auf die Straße, wenn es dunkel wird. Und es gab noch mehr Kritik. Chavez wollte alles alleine bestimmen. Damit die Leute nach seiner Pfeife tanzen, gab er ihnen Geld. Das ist Korruption und darunter hat unser ganzes Land gelitten. Also auch wenn Hugo Chavez bei vielen Armen sehr beliebt war, so kritisierten ihn auch viele wegen Geldverschwendung, Kriminalität und Korruption.